Hallo ihr Lieben und schön, dass ihr auch bei meinem neuesten Video wieder mit dabei seid. Ich wollte euch mal einen kleinen Zwischenstand geben. Ich sag mal, 4 Monate des Jahres, also ein Drittel des Jahres, sind mittlerweile rum. Und wie ihr wisst, habe ich mir ja die ein oder andere Challenge für dieses Jahr gesetzt. Ich habe hier irgendwo, hier ist es, mein kleines schlaues Buch liegen. Ja, es ist nicht mehr das Faultier. Das Buch mit dem Faultier habe ich anscheinend irgendwo liegen lassen. Ich habe schon alle nach dem Buch gefragt, keiner hat es gesehen. Ich habe es bei keinem angeblich liegen lassen, ich weiß es nicht. Das war aber schon Ende Januar, also habe ich direkt, sage ich mal jetzt im Februar, mit diesem Buch hier begonnen. Hier drin ist der heilige Sub. Da stehen alle Bücher drauf, die gerade bei mir rumsuppen. Es sind so einige, aber dazu kommen wir gleich nochmal. Und dann habe ich hier meine 18 für 2018 Challenge. Ich habe mir ja nicht 18 Bücher rausgesucht, die ich lesen möchte, sondern ich habe es ja für mich ein bisschen abgewandelt. Ich habe mir 18 Challenge-Aufgaben gesetzt, die ich 2018 erreichen möchte. Ich zähle jetzt gerade mal durch, wie weit wir sind. Also wie gesagt, ein Drittel vom Jahr ist rum und ich habe 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 meiner 18 Punkte schon abgehakt. Also das ist eine gute Prognose, dass ich die Challenge für mich gewinnen kann. Das motiviert mich jetzt auch noch mal ein bisschen, dass ich noch meine offenen Punkte mal nochmal durchlese, dass ich schaue, dass ich mir vielleicht irgendwo, gerade auch von meinem Sub, ein Buch raussuche, das vielleicht zu einem der Punkte passt. Ein Punkt ist besonders schwierig, das habe ich auch schon, als ich mir ihn ausgesucht habe, festgestellt, das wird wahrscheinlich sehr, sehr schwer zu erreichen sein. Der Punkt heißt, wo ist er? Autor oder Protagonist muss meine Initialen haben, also ein J und ein H. Also falls euch irgendwie ein Buch einfallen sollte, in dem eine Protagonistin vorkommt, die mit JH initialisiert wird, nennt man das so? Ich hoffe es. Ansonsten mache ich mich jetzt kurz mal zum Vollhorst der Nation. Oder wenn ihr vielleicht auch einen Autor kennt, der die Initialen JH oder HJ hat, muss ja nicht genau der Buchstabe J für den Vornamen stehen und das H für den Nachnamen. Also wenn euch was einfällt, dürft ihr mir es gerne schreiben. Ansonsten bin ich ins Jahr gestartet relativ gut mit, ich glaube, unter 30 Bücher auf dem Sub. Also ich habe im letzten Jahr richtig, richtig gut abgebaut, habe aber in der Zwischenzeit auch wieder richtig, richtig gut aufgebaut. Also wenn ich jetzt mal kurz meinen Zettel hier nochmal ausgrabe, die erste Seite ist voll, die zweite ist auch schon relativ voll. Ich muss bald schon die dritte Seite anfangen. Also ich möchte euch jetzt nicht alles davon zeigen, sonst ist ja der Spaß am Ende des Jahres vorbei. Aber ich hake mir da immer alles ab, was ich gelesen und oder verkauft habe, damit ich einfach am Ende vom Monat immer meine Seite vervollständigen kann. Da steht nämlich immer, also ich kann es euch mal kurz zeigen. Ich habe hier immer Neuzugänge für den Monat und unten steht immer Stand Sub. Am Ende von jedem Monat mache ich dann eine Auflistung. Also man sieht dann auch jeden Monat, welche Bücher ich mir gekauft habe, was ich dafür bezahlt habe, mache dann unten immer die Summe, schlage dann an jedem Ende vom Monat die Hände über dem Kopf zusammen, obwohl ich ja wirklich viel Bücher gebraucht kaufe. Sei das jetzt eBay Kleinanzeigen, sei das Rebuy, jetzt das letzte Mal Avell. Gut, im März kam eine richtig, richtig große Bestellung an Büchern, allein durch dieses Rebuy-Unpacking, das ich euch ja auch abgedreht habe. Ich kann euch mal die März-Seite zeigen. Darf ich Martin nicht zeigen? La 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 la. 2 Seiten voller Bücher. Na, 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 na. Aber egal, im Endeffekt, ich lese die Bücher und ich verkaufe sie ja auch zum größten Teil wieder. Wenn es jetzt keine 4- bis 5-Sterne-Bücher sind, bleiben die dann ja auch gar nicht bei mir im Bücherregal stehen.
Wie ihr wisst, ist mein Bücherregal nicht so groß. Ich möchte es aber auch weiterhin ordentlich und aufgeräumt haben. Alle Bücher, die so so lala waren, die kommen dann in einen anderen Schrank oder mittlerweile stapeln sie sich auch schon neben dem anderen Schrank. Also wer bei mich in die Wohnung kommt, beziehungsweise ins Schlafzimmer, der denkt auch, hier lebt ein Messi, ein Bücher-Messi. Aber egal, man hat ja schließlich auch immer nur das ein oder andere Hobby. Und meine anderen Hobbys kosten alle nichts und verbrauchen auch keinen Platz, sondern tun dem Körper gut, wie zum Beispiel mit meinem Hund einfach in den Wald spazieren zu gehen. Von daher darf man auch ruhig mal ein einziges Hobby haben, das ein bisschen Geld kostet und das eben auch ein bisschen Platz benötigt. Und was das Thema Sub nochmal angeht, also mein aktueller Stand liegt ungefähr bei 60 Büchern. Wenn ich jetzt mal grob überlege, dass ich im Jahr als Challenge angegeben habe, dass ich 30 Bücher lese, was ich jetzt so langsam auch fast schon erreiche und meine Goodreads-Challenge wahrscheinlich jetzt nochmal im Laufe des Jahres ein bisschen höher ansetzen muss, falls das geht. Ich weiß nicht, ich kenne mich mit Goodreads noch nicht so gut aus. Also falls ihr wisst, ob man da irgendwie seine Anzahl Bücher-Challenge irgendwie erhöhen kann, schreibt mir das gerne mal. Ansonsten sitze ich mich an den PC und schaue halt einfach oder Google das. Google ist ja mein Freund und Helfer und dann schaue ich mal, dass ich das ein bisschen hochgesetzt kriege. Ich war mit 30 vielleicht ein bisschen wenig realistisch, aber 30 war immer so, dass die Bücher möchte ich im Jahr lesen und dieses Jahr läuft es anscheinend ein bisschen besser. Das könnte natürlich auch dran liegen, dass ich jetzt seit ungefähr 9 Monaten YouTube mache. Ich möchte nicht sagen, dass man da unter Druck gesetzt wird, mehr zu lesen. Aber wenn man BookTube macht, dann schaut man sich automatisch auch andere BookTuber an und entdeckt immer wieder neue BookTuber, die einem dann Bücher vorstellen, von denen man vielleicht noch nie gehört hat, aber die dann sagen, wie toll das Buch ist. Und es gibt so ein paar BookTuber, die haben genau meinen Geschmack. Wenn ich da die Rezensionen anschaue, dann weiß ich genau, wenn es ihr gefällt, kann ich zu, sag mal, 90% davon ausgehen, dass es mir auch gefällt. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Buch auf meinem Wunschzettel landet, etwas höher, als wenn ich einfach mal so durch die Buchhandlung gehe und sage, ach ja, das Cover gefällt mir. Und was man natürlich gerade als BookTuber nicht machen sollte, ist der Vergleich mit anderen. Also ich habe Leute in meiner Liste, die haben eine Challenge angesetzt mit, ich sag jetzt einfach mal, 100 Büchern. Das weiß ich, das werde ich im Leben nicht schaffen. Ich habe noch ein Privatleben, ich muss noch Vollzeit arbeiten gehen, ich habe meinen Hund, der seine Aufmerksamkeit braucht, ich habe noch meinen Davanda-Shop, der auch Arbeit ist, wo ich auch viel Zeit reinstecken muss und daher weiß ich, 100 ist für mich nicht realistisch. Natürlich denkt man sich dann, ja schön, der und der kann 100 Bücher lesen, freut mich für ihn, das sind 100 Geschichten, in die man einfach mal schlüpfen kann, in die man reinschauen kann. Bei mir ist es halt nicht so viel, dementsprechend kann ich auch nicht so schnell meinen Sub abbauen. Dann kommt es natürlich auch immer noch dazu, dass immer wieder tolle Bücher erscheinen. Gestern habe ich mich mal ein bisschen hingesetzt und habe geschaut, was alles so im Mai neu erscheinen soll. Gott sei Dank, für meine Verhältnisse sind es echt wenig Bücher, die mich interessieren. Es sind wirklich nur so 1, 2, 3, wo ich sage, ja gut, da freue ich mich wirklich drauf, das möchte ich lesen. Alles andere könnte zwar auch auf meinen Wunschzettel wandern, aber die Dringlichkeit ist jetzt nicht so hoch. Ich habe mir jetzt für den Mai auch was vorgenommen. Ich weiß allerdings nicht, ob ich es schaffen werde, gerade weil so ein paar Bücher rauskommen, die mir in der Nase stecken. Aber ich habe mir vorgenommen, ganz verzichten möchte ich nicht. Aber im Mai werde ich mir maximal 5 Bücher kaufen. Wir sprechen uns Ende Mai und dann sage ich euch, wie grandios ich gescheitert bin. Vermutlich. Schauen wir mal kurz in die Zukunft. Ah, nein, wird nicht klappen. Aber
ich darf nicht zu pessimistisch sein. Pessimistisch sein. Nein, ich werde mir nur 5 Bücher kaufen. Wir sprechen uns Ende Mai. Aber ich habe im Mai noch ein paar Dinge, die auf der Prioritätenliste etwas weiter oben stehen als Bücher. Und deshalb habe ich mir auch die 5-Bücher-Grenze gesetzt. Ich möchte wirklich nicht mehr kaufen. Ich möchte dafür im Mai meinen Sub abbauen. Wenn ihr dieses Video seht, bin ich wahrscheinlich gerade noch in Berlin. Je nachdem, wann es online kommt, bin ich auch vielleicht schon wieder in Saarbrücken gelandet. Matti und ich werden nämlich 3 Tage in Berlin verbringen. Ich werde natürlich auch die Kamera mitnehmen, ist ja ganz klar. Wir haben uns so ein, ich weiß gar nicht, wie das Ticket heißt, Welcome Berlin Ticket oder sowas gekauft. Da sind die Eintrittskarten für Madame Tussaud drin, für Sea Life und Sea Dome, für dieses Miniatur World, fürs Berlin Dungeon und ich glaube für dieses Lego Discovery bla bla blub. Da haben wir allerdings gelesen, dass man da nur reinkommt, wenn man ein Kind dabei hat. Ja, fällt bei mir jetzt leider flach. Aber egal. Auf jeden Fall sind das mal so die Pläne für den Mai. Ich wollte euch hier in dem Video jetzt einfach mal ein bisschen Update geben von meinem Substand, von meiner Lese-Challenge, von allgemein den Dingen, die für den Mai geplant sind. Ich hoffe, das Video war nicht allzu langweilig für euch, wenn das jetzt ein Thema ist, das euch gar nicht so interessiert und ihr viel lieber Rezensionen und Co. von mir seht. Natürlich wird das im Laufe des Monats auch noch folgen. Also keine Sorge. Ich würde jetzt sagen, ich höre auf zu schnacken. Ich sehe nämlich auch gerade, dass mein Akku gleich ausfällt. Ich habe heute nämlich 2 Videos gedreht und so lange hält er dann nämlich auch nicht aus. Ich verabschiede mich jetzt einfach von euch, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und ich hoffe, ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Tschüss!